Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview von der Aktionär TV. Zu Gast ist heute einmal mehr Experte Christoph Eibel von Tiberius Asset Management und wir sprechen natürlich über die aktuelle Lage am Rohstoffmarkt. Herr Eibel, die amerikanische Notenbank hat einmal mehr den Leitzins angehoben und die Aktienmärkte haben eigentlich wie erwartet sensibel darauf reagiert. Wie ist denn die Reaktion speziell am Rohstoffmarkt ausgefallen? Ebenfalls negativ. Wir sind auf der Metallseite eigentlich durchweg abgestürzt in den Preisen. Wir sind heute bei Preisen im Aluminium beispielsweise unter 2.100 Dollar angekommen. Wir sind schwächer im Öl, wir sind schwächer bei vielen anderen Agrarrohstoffen. Also durch und durch zeigt sich, dass der Markt eher die Deflation spielt als eigentlich das inflationäre Szenario. Die Aussichten für die Weltkonjunktur belasten aktuell auch die Ölnachfrage. Das ist relativ paradox, denn der Ölpreis liegt ja aktuell knapp 30% unter dem Jahreshoch aus dem März. Und das eben, obwohl quasi die europäischen Regierungschefs vor allem eins wollen, nämlich mehr Öl. Also wie lässt sich diese paradoxe Situation aktuell erklären? Ich glaube, man muss differenzieren, was die Europäer vor allem benötigen. Also es ist ja immer eine Mischung aus Öl, Gas, als auch natürlich Elektrizität, beziehungsweise aus welchen Rohwaren wird dann Elektrizität gewonnen, wie beispielsweise Gas oder auch natürlich Kohle in Deutschland beispielsweise. Und da haben wir am Endeffekt eher Hemmnisse, die aufgrund von Selbstsanktionierung beziehungsweise jetzt mit den Explosionen um Nord Stream 1 und 2 natürlich auch wirklich keine Möglichkeit, hier Gas aus Russland zu bekommen. In der Tat, der Preisabsturz von Öl ist überraschend. Es gibt aber zwei große Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Der eine Faktor ist sicherlich, dass die USA ihre strategischen Ölreserven signifikant reduziert haben und dadurch Zusatzangebote in den Markt gebracht haben, um unter anderem natürlich auch die Inflationsraten runterzubekommen mit natürlich einem niedrigeren Preis. Aber auf der anderen Seite scheint, und das ist wiederum die Gruppe am Markt, die Überhand gewonnen hat, ist die Erwartungshaltung, dass die Gesamtkonjunktur abstürzt. Ob man das als Deflation dann bezeichnet oder Rezession oder Stagflation, das haben wir dahingestellt. Aber wenn man sich auch heute den Geschäftsklimaindex anschaut, der veröffentlicht wurde, der war, glaube ich, selten in den letzten 70 Jahren so dramatisch schlecht in Deutschland, dass es zum gewissen Grad nachvollziehbar ist, dass die Nachfrage für Energie vor allem Öl gesunken ist. Also hier muss man differenzieren zwischen dem Preis an sich und der logistischen Fähigkeit, die Ware an das Endziel, sprich jetzt in unserem Fall auch Deutschland, zu bringen. Einige Analysten befürchten ja sogar, dass Saudi-Arabien angesichts der stark gefallenen Rohölpreise die Produktion auch drosseln könnte. Ist das denn aus Ihrer Sicht ein durchaus denkbares Szenario oder eher nicht? Ja, absolut realistisch, dass hier Saudi-Arabien im Rahmen auch von gewissen OPEC-Vereinbarungen wieder die Förderkapazitäten begrenzt, um einfach Preissteigerungen zu bekommen. Ich glaube, das Problem ist an der ganzen Sache, hätten wir Öl bei 120 Dollar und nachhaltig bei 120 Dollar, dann würde allein der hohe Ölpreis insgesamt die Konjunktur global in einen Abschwung reinbringen. Wir sind ja jetzt mit dem Öl eher bei, gemessen am WTI, vielleicht bei 72 und Brent vielleicht 80, also um die 80 Dollar rum. Ich glaube, um konjunkturell einigermaßen Fuß fassen zu können, muss Öl strategisch bei 60, 70 Dollar liegen. Was nicht unwahrscheinlich ist, dass wir dort in den nächsten Monaten hinkommen. Die Frage für uns in Europa ist ja gar nicht notwendigerweise die Ölfrage, sondern vielmehr die Gas- und die Elektrizitätspreisfrage. Und daher ist natürlich die Gesamtenergiesituation und auch wie sich die OPEC verhalten wird, eine Fragestellung von regionalen Problemen. Aber unterm Strich kann man festhalten, die OPEC / Saudi-Arabien hat im Kern ein Interesse von einem Ölpreis, der tendenziell eher Richtung 100 tendiert und nicht divergiert auf Niveaus von 60 oder 70 Dollar. Und da bleibt natürlich immer der Weg zu Angebotsverknappung, wie auch historisch schon gesehen, dass hier dann einfach Angebot rausgezogen wird. Sie haben es gerade ganz gut angesprochen. Das ist für mich dann so eine Frage, die quasi aus diesem Ganzen, was aktuell so los ist am Markt, resultiert. Und zwar, welche Entwicklung der Ölpreise halten Sie denn persönlich für realistisch? Gerade wenn wir schauen, die Geschäftslage aktuell ist vielleicht nicht so gut, die Erwartungen laut Geschäftsklimaindex noch viel schlechter für die Zukunft. Wo tendieren wir hin?
Also ich glaube insgesamt, das ist ja das größere makroökonomische Bild. Und was wir einfach erkennen können, ist, dass wir in Europa in das Konundrum reinlaufen, dass wir mit hohen Energiekosten, mit höheren Preissteigerungen auf der Lohnseite, als auch teilweise von Produktionsprozessen, dass wir in eine Stagflation reinlaufen werden. Vielleicht sogar Elemente von Rezession schon bereits erleben. Und dadurch wird natürlich Gesamtwohlstand ist betroffen und wird auch weniger werden. Um die Wirtschaft hier nicht komplett abzuschneiden, muss natürlich auch die Energie irgendwann mal reagieren. Wir können nicht nachhaltig bei den aktuellen Elektrizitätspreisen, Gaspreisen als auch Ölpreisen bleiben und erwarten, dass wir uns irgendwo wieder fangen. Das wird nicht funktionieren. Dann werden wir davor in eine tiefe, tiefe Rezession fallen. Das heißt, das Angebot und Nachfrage werden sich hier irgendwo austarieren. Und ich glaube, auch daher wird sich Öl tendenziell eher Richtung 60 einpendeln, als es, dass es sich bei 100 einpendelt. Ja, Rezession haben Sie gerade angesprochen, ist ein Begriff, der natürlich auch immer wieder in den Medien gespielt wird. Sprich, auch Gold spielt hier einfach eine gewisse Rolle, denn Gold ist ja eben, wie die meisten ja auch sagen, eine Art Risikoschutz oder Schutz in ja, rezessiven Phasen. Da spielt aber auch die Zinspolitik eben mit rein und der starke Dollar aktuell. Ist denn der Ja. aktuelle Goldpreis von knapp 1600 Dollar für Sie eine Überraschung oder spiegelt das eher eigentlich das wider, was wir im Markt gerade sehen? Das hatte ich ja in den letzten, glaube ich, wahrscheinlich seit 3 Monaten, sage ich, dass das Gold tendenziell eher Richtung 1600, vielleicht sogar unter die 1600 fallen wird, weil es natürlich im Wettbewerb zum Zinsmarkt steht. Haben wir die Diskussion bereits schon in den letzten Wochen geführt. Aber im Kern ist es einfach so, dass der Markt tendenziell eher in Asset-Short-Positionierung sich befindet. Das heißt, alles, was irgendwie ja, vermeintlich Sicherheit bietet, ob das Immobilien sind, ob das Gold sind, irgendwelche anderen haptischen Anlagen, sind genauso im Zugzwang nach unten wie auch Aktien als auch andere Investmentpapiere. Und ich glaube, dass hier gar nicht groß einen Schutz in dem ja, historischen Sinne gibt, dass wenn Inflation besteht oder Rezession besteht, Gold wird helfen, Immobilien werden helfen. Ich sehe das Bild hier ein bisschen anders. Ich sehe, dass wir insgesamt eher in ein großes Liquiditätsproblem reinlaufen. Und im Rahmen eines Liquiditätsproblems, das heißt Verschuldung von Unternehmen, das heißt Refinanzierung auf der Hypothekenseite, Refinanzierung auf der Corporate Debt Seite, dass das insgesamt dazu führen wird, dass wir eher Assets weiter im freien Fall sehen werden. Und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten 2 Wochen, wenn wir uns wieder hören, wird wahrscheinlich Gold unter 1600 Dollar notieren. Ich habe Gold natürlich nicht vollkommen umsonst angesprochen, denn ja, ein CEO von einem Goldminenunternehmen, Nucor Gold, um genau zu sein, hat sich kürzlich im Interview zwei sehr interessante Aussagen getätigt, die würde ich gerne mal ansprechen. Die erste ist nämlich, Gold sei unterbewertet, also quasi in Bezug auf die Dynamik, sprich die Erwartungshaltung für die nächsten Monate, also eine, nach ihm gesagt, eine nachlassende Inflation. Sehen Sie das genauso? Ist Gold in Anbetracht der Dynamik unterbewertet aktuell? Natürlich muss ich als Goldminenbetreiber, muss ich mein Produkt, das ich produziere, positiv sprechen. Also Gold kann ich nicht Richtung 1500 sprechen, wenn ich Gold produziere. Das ist mal das eine. Das heißt, man muss sich hier ein bisschen vorweg fragen, wer macht welche Aussage. Aber losgelöst davon, die Bewertungsfrage relativ zu was? Relativ zu Aktien, relativ zu Zinsen oder relativ beispielsweise zu einem globalpolitischen Umfeld. Sprich, wir haben de facto einen drohenden Nuklearkrieg, gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest gibt es diese Headlines in den Medien, dass Putin hier eventuell einen Schritt Richtung Nuklearwaffen tun könnte. Also das heißt, wie viel extremer muss die geopolitische Gemengenlage eigentlich sein, um Gold nach oben zu katapultieren? Und das heißt, insoweit weiß ich nicht, ob eine relative Bewertung hier jetzt Gold teuer oder billig ist. Ich glaube, die Aussage hilft mir nicht viel. Die Aussage, die viel wesentlicher wäre, ist zu fragen, was benötigt der Markt, was benötigt mein Investor in einer kommenden Krise und inwieweit ist hier das Asset Gold besser zu sehen als irgendwelche liquiden Währungen beispielsweise. Guter Punkt, sicherlich ein wichtiges Takeaway für alle Anleger, das mal ins Verhältnis zu setzen. Wo kommt die Aussage eigentlich her und wie oder was können wir dann damit genau anfangen? Dann formuliere ich die zweite, die ich geplant hatte, mal ein bisschen anders um. Das passt nämlich ganz gut ins Konzept rein. Was müsste denn geschehen, dass wir zum Beispiel eine sehr aggressive Gegenbewegung sehen, also wieder ja, nach oben eher gesagt? Denn das war auch eine Aussage von dem CEO. Er hat gesagt, okay, es kann sein, dass wir in den nächsten Monaten bei nachlassender Inflation dann eben eine sehr aggressive und schnelle Aufwärtsbewegung sehen. Was müsste dafür denn erfüllt sein?
Also ich glaube, würde es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen, dass beispielsweise die NATO oder Europa in irgendeiner Form stärker involviert, dann kann ich mir vorstellen, dass der Asset-Abverkauf auf der Aktienseite rapide Geschwindigkeiten annimmt und dass es hier aber wahrscheinlich auch zu Goldkäufen kommt. Ob Gold absolut performt, weiß ich nicht unbedingt. Relativ wird es wahrscheinlich outperformen. Sprich, wenn ich Aktien short gehe und Gold dagegen long gehe, dann wird dieser Trade wahrscheinlich profitabel sein. Und insoweit geht natürlich die Frage in, möchte ich Gold absolut bewerten, auch im Investmentsinne, oder habe ich eine Portfoliokonstruktion, wo ich relativ versuche, Positionen aufzubauen, um Alpha-Performance zu generieren? Das sagt Christoph Eibel von Tiberius Asset Management. Wie immer, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Also auch an Sie vielen Dank für das Interesse und ich würde sagen, Sie haben es eben schon gehört. Bis zum nächsten Mal und das ist dann nach meiner Rechnung in 2 Wochen. Also bis dahin.